Das ganz Große ist sicher einmal mit der Umgang mit WordPress und Elementor, das ich vorher so noch nicht gekannt habe. Und da ist wirklich halt so InDesign im Internet. Learnings, ich würde eher sagen, so den Horizont erweitert, das ganze Augmented Reality, Virtual Reality, das war super spannend. Ja, wir müssen uns in Zukunft sehr überlegen, wodurch wir uns abheben können, wie wir den Markt bedienen können, was Druckvorstufe anbelangt. Wir sind in einer klassischen Druckerei angesiedelt, also denke ich, dürfte das noch ein bisschen schwieriger werden. Bisher eigentlich zu wenig, also man spricht untereinander darüber, aber außer einem eigenen Wiki haben wir noch nichts. Ja, die Eigenverantwortung ist sicher gefragt, aber ja, das müsste schon von mir als Teamleiter mehr Inputs kommen und vielleicht mehr darauf hinweisen, so du könntest dich in diesem Bereich weiterbilden oder du könntest dich in jenem Bereich weiterbilden. Also neu für mich ist die ganze Umgebung WordPress, die Datenbankanbindung, ist eine neue Welt für mich und es ist sehr spannend, vor allem aus dieser Datenbank die verschiedenen Ausgabekanäle. Mit dem Netzwerk, das ich jetzt durch diesen Kurs auch bekommen habe und in den verschiedenen Newsletter und diese Umgebung. Ja. Dass es keine große Programmiersprache braucht, mit viel Verknüpfungen alles anbinden kann.